Der Gesetzesentwurf zur Grundrente ist da. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, Sie werden es vielleicht nicht ganz klar sehen, aber ich halte Ihnen in der Hand der viel beschworene oder besagte Gesetzesentwurf für die Grundrente 2019 ist nun endlich da. Es ist ein sogenannter Referentenentwurf und Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, hat den Referentenentwurf am 21. Mai 2019 angekündigt und auch veröffentlicht. Und wir haben uns einfach mal in den Referentenentwurf mal eingelesen und mal geguckt, was da alles so Interessantes oder Wichtiges drin steht. Na klar, klar ist natürlich Problem und Zielstellung dieses Gesetzes, dass man also vorhat, hier für ca. 3 Millionen Menschen in Deutschland die Altersarmut zu bekämpfen. Das ist also eine ganz gute Sache und da gibt es auch nichts zu meckern. Aber letzten Endes, meine Damen und Herren vom Bundesarbeitsministerium, wenn ich das hier alles so lese, ist das gelinde gesagt auch schon eine kleine Zumutung, was Sie hier auch gesetzestechnisch wieder umsetzen wollen. Wir haben sehr, sehr viele Änderungen im SGB VI, die selbst für einen Profi, und ich würde mich schon so gerne bezeichnen wollen, doch schwer zu verstehen ist. Wir haben in diesem Gesetzesentwurf letzten Endes eine sogenannte Zuschlagsregelung an Entgeltpunkten für diejenigen, die eventuell die Grundrente in Anspruch nehmen können. Dazu hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon mal ein paar Videos veröffentlicht. Da können Sie auch mal nachgucken oder auch auf Rentenbescheid 24, wie das so allgemein mit der Grundrente funktionieren soll, die Anspruchsvoraussetzungen. Und wir haben hier im Kern drei solche Zuschlagsregelungen. Das ist einmal die Zuschlagsregelung für den Rentenbeginn ab dem Jahr 2021. Dann haben wir eine Zuschlagsregelung an Entgeltpunkten für den Rentenbeginn von 1992 bis zum 31.12.2020 und eine gesonderte Zuschlagsregelung für Entgeltpunkte, also für die Grundrente, für Menschen, die vor 1992 schon eine Rente bezogen haben. Die Kernbotschaft dieser ganzen Zuschlagsregelung ist eigentlich die, dass nicht nur für Neurentner ab 2021 diese Grundrente gelten soll, sondern eben auch für die bestehenden Rentner. Und da werden erfasst alle Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten und auch hinterbliebenen Renten, Erziehungsrenten werden auch mit von diesen Bestandsrenten mit erfasst. Entscheidend ist nochmal, wir brauchen 35 Jahre Grundrentenzeiten und dann hat sich der Gesetzgeber mal wieder was Neues einfallen lassen, macht es ganz kompliziert. Jetzt brauchen wir auch noch sogenannte Grundbewertungszeiten. Ja, jetzt werden Sie sich fragen, was ist denn das jetzt auf einmal? Und die Grundbewertungszeiten sind nichts anderes als die Grundrentenzeiten, für die jeden Monat Entgeltpunkte im Durchschnitt von mindestens 0,02 Entgeltpunkten belegt sind. Das sind die sogenannten Grundbewertungszeiten. Also, es wird nicht einfacher, es wird viel komplizierter. Wir haben uns zum Anlass genommen, dann auch nochmal, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, das in die Tiefe reinzugehen. Und wir werden zu diesem Gesetzesentwurf in Kürze einen übersichtlichen Ratgeber veröffentlichen und Ihnen dann alles in Ruhe erklären, was es hier mit diesem Gesetzesentwurf auf sich hat. Letzten Endes wissen wir heute noch nicht, ob dieser Gesetzesentwurf durchkommt, denn die CDU hat klipp und klar gesagt, nein, ohne Bedürftigkeitsprüfung geht es nicht. Und auch die Finanzierung soll wohl angeblich sehr fragwürdig sein. Aber unter dem Hintergrund der Zielstellung Bekämpfung von Altersarmut halten wir als Team von Rentenbescheid 24 diesen Vorgang, also diesen Gesetzesentwurf für sehr, sehr gut. Und ganz ehrlich, liebe Bundesregierung, wenn es darum geht, irgendwelchen Banken Milliarden zuzuschieben, wenn die pleite gehen oder sowas, dann sind doch die Ausgaben für die Grundrente von ca. 4 oder 5 Milliarden im Jahr lächerlich gering. Also, tun Sie uns bitte den Gefallen, stimmen Sie den Grundrentenentwurf hier zu, denn wir können uns in Deutschland einfach nicht erlauben, 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner zu haben, die dann später im Alter
zum Sozialamt rennen müssen. Das finden wir, ist ein untragbarer Zustand. Näheres zum Thema Grundrente, Grundrente 2019 oder deren Beginn 2021, können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.